gesagt, dass es nicht um Kroatien geht, aber so werden Sie nicht zustimmen, das haben Sie gerade gesagt. Also was wird dann Anfang Dezember in Brüssel entschieden werden? Wie soll das dann genau ausschauen? Und stimmen Sie jetzt mit der Argumentation Ihres Innenministers dann überein? Weil in den letzten Tagen war man sich da nicht ganz sicher. Da haben Sie doch unterschiedliche Haltungen eingenommen. Und es wird wahrscheinlich noch eine Frage kommen, aber ursprünglich war ja die OMV auch an dem Terminalprojekt auf Krk beteiligt. War das dann eine Fehlkalkulation, dass man sich da zurückgezogen hat damals? Und ja, auch die Frage an den Herrn Plenković, ob das irritierend war, dass Österreich sich so positioniert hat zum Thema Schengen in den letzten Tagen. Möchtest du? Also zum einen, der Innenminister und der Bundeskanzler haben eine und die gleiche Meinung. So wird die Schengen-Erweiterung nicht stattfinden können. Warum ist das ein und die gleiche Meinung? Weil in dem Abstimmungsprozess Kroatien, Rumänien und Bulgarien abgestimmt werden. Das heißt, hier gibt es keine Divergenz. Kroatien, im Gegensatz zu den beiden anderen genannten Ländern, erfüllt aber offenbar hier die Verpflichtungen sehr genau, weil wir eben messen können, woher die irregulären Migranten zu uns kommen. Wie misst Österreich das? Durch polizeiliche Einvernahmen, durch Handyauswertung. Ist es uns möglich, Fluchtrouten zu identifizieren und festzustellen, woher kommen die irregulären Migranten, die dann tatsächlich in Österreich aufschlagen und dann hier Asylanträge stellen. Das ist deshalb wichtig, um auch hier einen glaubwürdigen Beweis zu führen, wo wir tatsächlich ein Sicherheitsproblem haben. Dieses Sicherheitsproblem gilt es zu schließen. Schengen ist kein Selbstzweck. Schengen hat den Sinn, wenn die Außengrenze geschützt wird, dass es innen keine Grenzkontrollen gibt. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland die Grenze zu Österreich kontrolliert und jeden sozusagen kontrollieren kann, der von Österreich aus nach Deutschland fährt, sieht man schon, welche Probleme Schengen an sich hat. Und das ist deshalb so wichtig, weil der Premierminister hat diese Grenzkontrolle erwähnt, weil sie wie ein Dominoeffekt ausgelöst hat, dass deshalb Österreich die Grenze zu Slowenien kontrolliert und deshalb auch Österreich die Grenze zu Ungarn. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Außengrenzschutz ein echtes Problem hat. Und dann Schengen zu erweitern bei zwei Staaten, die offensichtlich nach wie vor Herausforderungen haben in dieser Frage des Grenzschutzes, weil wir wissen, dass Zehntausende Migranten, die über diese Route kommen, nicht von rumänischen oder bulgarischen Sicherheitskräften registriert werden, ist aus meiner Sicht legitim und wichtig, jetzt gegenüber der Kommission anzusprechen. Sie haben das Prozedere angesprochen. Diese Antwort wird die Kommission finden müssen. Die Kommission wird hier die Antwort geben müssen, wie wir mit dem Problem umgehen, dass 75.000 irreguläre Migranten in Österreich sind, die nicht registriert sind, obwohl es europäisches Recht gibt, obwohl es klare Regeln für den Grenzschutz gibt und die offensichtlich nicht eingehalten werden. Das ist eine Frage der Kommission, die die Hüterin der Verträge ist, per Definition, genau diese Frage jetzt zu klären und Vorschläge zu unterbreiten, dass sich das verbessert. Weil sonst kann es in der Frage keine Zustimmung geben von Seiten Österreichs, wenn es um eine Schengen-Raumerweiterung geht bei zwei Staaten, die offensichtlich mit diesem Thema ein Problem haben. Und es stimmt zwar, dass die Republik Österreich mit 31,5% an der OMV beteiligt ist, aber es steht dadurch dem Bundeskanzler der Republik nicht zu, über wirtschaftliche Entscheidungen der OMV zu urteilen. Što se tiče vašega pitanja, mi smo prošli jako puno kompleksnih i zahtjevnih faza koje su se odnosile na bilo članstvo u Europskoj uniji, bilo ispunjavanje kriterija i za europodručje i za Schengen. Mi na Austriju gledamo kao zemlju s kojom imamo u biti strateško partnerstvo i razgranate odnose u svim mogućim aspektima, političkima, ekonomskima, povijesnima, kulturnima. I ta isprepletanost suradnje između Hrvatske i Austrije je kod nas i kao ljudi gdje imamo i osobne prijateljske odnose, u konačnici pripadamo i obojica obitelji europskih pučkih stranaka, prije svega značila da bolje razumijemo da u Austriji postoji neki problem. I mi smo to shvatili. Jednako kao što je kancelar razumio koliko je Hrvatska učinila, da bi zasluženo ispunila kriterije za pristupanje Schengenu i čuli ste njegovu nedvojbenu, čvrstu i snažnu potporu, tako i mi razumijemo ove zabrinutosti o kojima kancelar govori u smislu povećanog broja azilanata i ta dva pravca, od kojih nijedan nije Hrvatska, gdje dominantno dolaze
ljudi putem procesa nezakonitoga migriranja kroz istočno-mediteransku i zapadno-balkansku rutu. I zato je naša poruka ovdje. Hrvatska kao članica šengenskog prostora je dio rješenja problema, a Hrvatska nije problem. To je ono što je najvažnije. I na tom tragu i energetska suradnja, i ekonomska suradnja, i suradnja po sigurnosnim pitanjima bit će u našem fokusu još bolje kada Hrvatska bude u dvije dublje integracije, a to su europodručje i šengenski prostor.